So, und ich würde sagen, wir parken den Lowrider mal in der Garage, den ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, es gibt auch ein Autorennen und ich glaube, dazu brauchen wir einen Lowrider. Da wäre es schon ganz günstig, wenn wir uns nicht erst einen suchen müssen. So, haben wir denn hier überhaupt schon was? Okay, ich habe offenbar schon zu viel drin. Was habe ich denn da drin stehen? Sie wünschen? Hey, who is this? What's up, homie? It's Cesar Villalpando, cabrón. ¿Qué onda? You seen Kendall? Yeah, she's around, but Amira, I was just hitting you up to say that you drive good. And you like cars, eh? So, Yeah, I guess. We'll be going with this. Well, you want to make something, a little money? Does the Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing? Hell yeah! No hoofies, homes, just lowriders. Okay. Dann können wir uns das mit dem in die Garage stecken sparen, würde ich sagen. Gehen wir es doch einfach an. Hätte ich natürlich gar nicht erst wegfahren müssen. Oh, Verzeihung, wie konnte das denn passieren? Ich finde auch interessant, CJ ist wirklich noch so freundlich und telefoniert nicht beim Autofahren, ne? Er macht es nur, wenn er zu Fuß unterwegs ist. Das ist in späteren Spielen dann ein bisschen anders. Ist aber vielleicht auch den Smartphones geschuldet, denn heutzutage kann ja echt keiner mehr leben, ohne die ganze Zeit auf seinen Bildschirm zu starren. Es ist schrecklich, muss ich sagen. Also, ich meine, selbst ich stehe manchmal da und mache halt irgendwas auf dem Smartphone. Aber nur, wenn ich auch was zu machen habe da drauf. Aber es gibt ja Leute, die setzen sich in den Bus und fahren eine halbe Stunde lang mit dem Ding und sehen nicht einmal auf in dieser Zeit. Und das finde ich so, naja, ein bisschen grenzwertig. Aber hängt halt auch damit zusammen, dass alle heutzutage bei Facebook rumkriechen müssen und sich jeden Schiss teilen müssen, den sie in die Welt setzen. Weiß nicht, ob das sein muss. Naja, egal. High Stakes, hey, Lowrider. CJ, you made it. Mr. Bennis. Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's our cash, your pink slip in the pot. Gonzafose. Then you pull up and race. The first pass the post wins. Conchota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch out, CJ. These boys don't like to lose. Eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Alles mit der Schrottkiste lässt sich nochmal drüber reden. Wenn ich mir das Heck so anschaue, oder von, dass die Motorhaube fehlt, könnte man schon von der Schrottkiste reden. Bin da. Aber solange es noch fährt. Komm, Dude. Was ist passiert? Kann sein, dass du einen kleinen Unfall hattest. Oh, ich auch. War nur aus Solidarität. Damit du dir nicht blöd vorkommst. Lieber jetzt als im Rennen. Ey, ich bin vor euch. Was hältst du davon? Auf geht's! Auf zum Rennen! Und los! So, Caesar haben wir schon mal hinter uns gelassen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Das war sehr schlau von dem Schwarzen, da in die Ecke zu fahren. Also von dem schwarzen Wagen natürlich. So. Oh shit! Wer baut denn überall diese scheiß Laternen hin? Das ist ja nicht zu fassen. So, ich glaube, ich lasse dich einfach mal stehen. Ich wollte ihn eigentlich umschieben, aber ich habe gelernt, auch in Autorennen mit anderen, ich spiele zurzeit auch GTA 5 nebenbei, beziehungsweise auch GTA Online. Und gerade in den Rennen dort habe ich schon immer eigentlich die Devise vertreten, sich nicht zu sehr in irgendwelche Duelle mit anderen einzumischen oder irgendwie auf Rache aus zu sein, wenn sie einen mal von der Straße jagen. Und damit fahre ich sehr, sehr gut. Es bringt nichts, sich so sehr drauf zu versteifen, einen anderen wegzuhauen. Denn am Ende schadet man sich damit immer bloß selbst. Einfach das Rennen fahren und gut ist. Weg! Du stehst im Weg, Alter. Aber das hält mich nicht vom Siegen ab. Ist da einer hinter mir? Nee, hat bloß getäuscht. Victory! Ba, 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 ba. Yeah! $1000 für mich, endlich mal ein bisschen Kohle hier, Mensch. Und
damit können wir diese Geschichte auch hinter uns lassen. Weiß gar nicht, ob Caesar noch irgendwas anderes für uns hat. Ist da noch ein anderer Auftrag? Wartet mal, ich schau mal kurz auf die Karte. Nein, das ist OG und nicht CV. Ne? Stimmt das? Ja, das stimmt. Gut, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleich wieder zu Loke gehen. Auch wenn ich da eigentlich keinen Bock drauf habe. Jetzt hat er endlich die Laterne durch. Hat ja gedauert. So, das Auto können wir von mir aus dumpen. Das brauche ich nicht. Finde ich jetzt nicht so geil. Bin ich so der Lowrider-Typ, muss ich sagen. Was macht ihr denn hier für Späße? So, dann schauen wir mal, was der Gestörte wieder für uns hat. Mad Dog's Rhymes. It's OG Loke, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That shit like sucks. Damn. Damn, my shit was whack. Hey, what's happening, Loke? Hey, Carl, what up, man? Hey, dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit, I ain't in the rap game. You know, that ain't my thing. But, we have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's rhyme book from his home in the hills. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire all night. Hey, all right. Hey, hey, I'll do anything, homie. I swear that. Okay? Solange er nur die Klappe hält. Auf geht's. Begib dich zu Mad Dogs Villa. Das wird super. So, und ich steck mal kurz meine Knarre weg. Ja, wir müssen jetzt also tatsächlich mal dafür sorgen, dass er seine ultra schlechten Reime sein lässt. Ich meine, die nervige Stimme hat er leider dann immer noch. Die kann man jetzt auch nicht da rausschneiden und ihm andere Stimmbänder einsetzen. Und das dumme Gehabe wird er wohl auch nicht ablegen. Aber zumindest kann er dann vielleicht ein bisschen besser reimen. Ich weiß es nicht. Von ihm kommt ja immer dieselbe Scheiße, ne? So, müssen wir mal schauen. Ich glaube, die Mission erforderte ein ausgedehntes Maß an Schleicherei. Das ist ganz, ganz schlecht in Verbindung mit mir. Aber gut, schauen wir mal. Vielleicht klappt's ja. Da oben ist es schon. Erinnert euch an dieses Haus. Wir werden es wiedersehen. Ich glaube übrigens auch, wie gesagt, ich habe ja auch GTA 5 zurzeit so ein bisschen am Spielen. Ich glaube übrigens erstens, dass ich hier falsch bin. Und zweitens, dass ich eine GTA 5 Version dieses Hauses in Vinewood dort gesehen habe in Los Santos. Bin mir aber nicht sicher, was das angeht. Man hat ja teilweise versucht, dort auch ein paar Sachen aus diesem GTA Teil wieder mit einzubauen. Und ich glaube zumindest bei dem einen Haus, dass es gewisse Ähnlichkeit zumindest hat. So, der Haupteingang befindet sich auf der Rückseite der Villa, das ist ganz super. So, interessante Fahrweise von mir wieder, die ich an den Tag lege. Oh, da gibt's Fahrerskills für, na, das ist ja erstaunlich. Ich gehe dann mal. Die Kisten fangen aber auch extrem schnell an zu brennen. Gute Voraussetzung für eine Schleichmission, wenn man erstmal mit einem Knall hier ankommt. Gehen wir mal rein. Das Versbuch ist in Mad Dogs Aufnahmestudio. Leibwächter patrouillieren in der Villa. Setze hier keine Schusswaffen ein, sonst alarmierst du sie. Schleich dich unbemerkt rein und klau das Buch. Der erste Wachmann kann dich nicht sehen. Du kannst dich also mit einer Nahkampfwaffe heranschleichen und ihn unbemerkt ausschalten. Habt ihr zufällig eine für mich? Oh, ich habe ein Messer. Wo kommt das denn her? Die patrouillierenden Wachmänner werden durch rote Markierungen bla. Wenn du dich geduckt bewegst, machst du weniger Geräusche. Duck dich und bewege dich auf den Wachmann zu. Halte die Maustaste rechts gedrückt und beweg dich langsam auf den Wachmann zu. Wenn dein Arm sich hebt, kannst du ihn unbemerkt ausschalten. Also jetzt, auf geht's.
Morden wir doch einfach mal jeden, der uns in die Quere kommt. Warum denn nicht? So, wieder in Deckung oder in Ducke gehen. Ein Wachmann patrouilliert im Bereich des Pools. Wenn du seine Route beobachtest, kannst du planen, wie du ihn unbemerkt umgehen kannst. Umgehen oder, was die andere Alternative ist... Back off, asshole! Ja, umbringen auf sehr seltsame Art und Weise. So. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Ein Wachmann kommt. Such dir ein geeignetes Versteck, bevor er dich bemerkt. Such nach einem Bereich, wo es Schatten gibt. So, ja, wenn es sich blau färbt, das Symbol, dann sind wir im Schatten und werden nicht gesehen. Ich hoffe mal, der Wachmann stört sich nicht so daran, dass dort drüben einer seiner Kumpels tot rumliegt. In einer gewaltigen Lache aus Blut. Alter, CJ, schnauf doch nicht so. Ich weiß gar nicht, wie läuft er denn jetzt? Bleibt er da stehen? Oder geht er wieder zurück? Ich glaube, er bleibt stehen, oder? Ja. Und stirbt. Hat dich das nicht irritiert, dass da drüben dein Kumpel liegt? Naja, gut, nicht mein Problem. So. Wie sieht's denn aus hier? Keiner hier drin? Alles klar. Wenn du hier einfach an dem Wachmann vorbeigehst, sieht er dich. Duck dich und geh an der Bar vorbei, um unentdeckt durchzukommen. Tolle Wachmänner. Um unentdeckt zu bleiben, musst du geduckt an der Bar vorbeigehen. Das kriegen wir hin. Der schaut doch gar nicht. Naja. Aber irgendeiner schaut hier. Ist hier noch ein zweiter an der Bar? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal. Ich stelle es nicht in Frage. Ah, hier ist noch einer drin, kann das sein? Ah, ja, ich erinnere mich. Oh, das nehme ich sehr gern. Diese unsichtbare, kugelsichere Weste. Dude? Ja, danke. Ich schlitze doch so gerne Kehlen, weißt du? Ich weiß nicht, ob ich die zwei jetzt lassen soll, oder... Ach ja, komm, was soll's. Ich glaube, die habe ich dann jetzt zwar gleich mit am Hals, aber was soll's. Verlasse die Villa und bring das Versbuch zu OG Loke. Jetzt kannst du deine Waffen einsetzen, obwohl es wahrscheinlich weniger riskant ist, dich unbemerkt an den Wachen vorbeizuschleichen. So, einmal in die Schatten. Das war sehr knapp. Oh Gott, fuck! Das war nicht der Plan. Oh Gott! Lauf! Ich sterbe gleich. Hallo! Ja, so viel dazu. Das lief irgendwie gar nicht gut. Oh Mann, ich hab's irgendwie heute echt nicht drauf. Ich verkacke heute irgendwie alles. Vielleicht sollte ich die Aufnahme dann auch relativ bald beenden. Weil es läuft irgendwie einfach nicht. Ja, scheiß auf die Bullen, interessiert mich nicht. Ich mache nochmal einen Cut rein und wir sehen uns dann wieder, wenn ich wieder in Mad Dogs Villa an der eben gesehenen Stelle bin. Bis gleich.